Herzlich willkommen zur Tübinger Telefonandacht. Ich habe eine Patientin in der Klinik besucht. Sie ist schon seit mehreren Wochen da. Eins kam zum anderen. Nun soll sie nächste Woche entlassen werden. Doch sie kann sich nicht freuen. Sie ist verzweifelt. Sie kann gehen, aber sie braucht zwei Krücken. Und die Augen machen auch nicht mehr mit. Sie kann nur noch verschwommen sehen. Außerdem fehlt ihr die Kraft und der Lebenswille. Warum habt ihr mich überhaupt ins Krankenhaus gebracht, fragt sie. Warum habt ihr mich nicht sterben lassen? Ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Ich habe keine Kraft mehr. Eine Stunde lang höre ich fast nur zu. Sie erzählt aus ihrem Leben. Ich frage nach. Ich staune, was sie schon alles erlebt hat. Plötzlich kommt immer häufiger auch ein Lächeln dazu. Sie erzählt, wie doch immer wieder eine Tür aufging. Sie berichtet von lieben Menschen, die ihr und ihrer Familie geholfen haben. Ein langes und schweres Leben liegt hinter ihr. Aber sie selbst erkennt im Rückblick und beim Erzählen die Spuren Gottes. Und plötzlich merke ich, dass sie eine Frau ist, die viele Lieder kennt, die Bibel kennt. Sie ist eine Frau, die beten kann. Aber über all der Not war das Vertrauen ganz, ganz tief erschüttert. Zu viele Sorgen lagen darauf. Plötzlich fällt ihr ein Vers aus der Bibel ein, Psalm 32. Du zeigst mir den Weg, den ich gehen soll. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Unser Gespräch hat sich plötzlich geändert. Wir suchen gemeinsam nach weiteren Versen aus der Bibel, die Halt und Trost geben. Ich staune, wie oft die Bibel von Menschen in großer Not erzählt. Menschen, die völlig verzweifelt sind. Menschen, die sich von Gott und der Welt verlassen fühlen und nicht mehr leben wollen. Genauso wie diese Frau. Zum Beispiel Jeremia. Aber Gott sagt zu ihm in Jeremia 15, Vers 20 der heutigen Tageslosung: Ich bin bei dir, dass ich dir helfe. Als ich nach 1,5 Stunden aufbreche, hat sich an der Situation dieser Patientin nichts geändert. Immer noch ist vieles offen. Aber sie hat ihr Vertrauen wiedergefunden und wir schließen unsere Begegnung mit einem gemeinsamen Gebet ab. Dann klopft es und das Mittagessen kommt. Das Leben geht weiter. Oft wissen wir nicht wie, aber es reicht, wenn wir den nächsten Schritt sehen und wissen, Gott ist bei mir. Er kann helfen und retten. Bernhard von Clairvaux hat es so ausgedrückt. Lassen wir uns jetzt diese Worte zusprechen. Der Herr zieht mit. Er ist schon da. Der dich getragen, geprägt, geführt und befreit hat. Er ist schon dort. Geh mit ihm. Erfahr ihn, wie du es nie geglaubt. Er ist schon dort. Der dich in ungeahntes Neues führt. Er ist schon dort. Geh. Du bist nicht verlassen. Herzliche Grüße, Magdalene Schüsselin, Seelsorgerin an der Kinderklinik in Tübingen.